die Situation hier oben müsste dir eigentlich noch bekannt vorkommen. Und zwar habe ich dir in einem der vorherigen Videos schon einen Beweis mit genau dieser Situation gezeigt. Und zwar war da auch gegeben, dass MC, also diese Strecke hier, der Radius ist von dem Kreis mit dem Mittelpunkt M und dass dieser Radius diese Kreissehne BA genau in der Mitte teilt. Also im Endeffekt, dass halt die Strecke BH genauso lang ist wie HA. Und in dem Video habe ich dir den Beweis dafür gezeigt, dass wenn das der Fall ist, dann muss definitiv MC genau senkrecht auf dieser Kreissehne sitzen. Also dieser Radius muss dann genau senkrecht auf der Kreissehne liegen. Und in diesem Video möchte ich dir einen Beweis zeigen für genau die umgekehrte Situation sozusagen. Und zwar ist diesmal gegeben, dass der Radius von diesem Kreis mit dem Mittelpunkt M genau senkrecht auf der Kreissehne sitzt. Und zu beweisen ist diesmal, dass dann die Kreissehne genau halbiert wird mit dem Mittelpunkt H sozusagen oder H für Hälfte zum Beispiel. Ich würde vorschlagen, mach am besten kurz Pause und probiere dich am besten mal selber. Du hast auf jeden Fall alle Werkzeuge schon, die du brauchst, also alle Kongruenzsätze und was dir noch so einfallen würde aus der Geometrie. Und dann kannst du danach dein Video, das Video wieder anmachen und mal schauen, wie ich das gelöst habe. Okay, am sinnvollsten finde ich immer, bevor du überhaupt anfängst, darüber nachzudenken, wie du den ganzen Beweis führen willst, versuch erstmal ein paar Sachen einzuzeichnen, die du halt schon weißt. Also zum Beispiel weißt du ja schon, dass die hier, dass das rechte Winkel sind. Das ist ja dadurch gegeben, dass MC senkrecht auf der Kreissehne BA liegt. Und gerade bei einem Kreis ist das immer recht verfügerisch. Du kannst ja hier schon mal noch einen Radius einzeichnen von MB oder von M zu B und von M zu A. Das kann eigentlich immer nie verkehrt sein, denke ich. Oder ist oft hilfreich, würde ich behaupten. Okay, und jetzt denke ich, könnte man vielleicht sogar schon sehen, wo das Ganze darauf hinausläuft. MB muss ja genauso lang sein wie MA. Also ich schreibe es mal am besten gleich hier unten hin. Die Strecke MB ist ja kongruent zur Strecke MA. Und die Strecke MH, das ist zwar eigentlich trivial, dass ich das jetzt hier nochmal extra mit hinschreibe, aber ich mache es mal trotzdem, nur der Vollständigkeit halber. Und die Strecke MH ist auch kongruent zur Strecke MH. Okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich zeichne dir mal die beiden Dreiecke ein, von denen ich jetzt zeigen will, dass die beiden kongruent sind. Und zwar einmal dieses rote hier, oder das ich jetzt in rot nachzeichne. Das hier. Das hier. Oder das andere zeichne ich jetzt mal in. Machen wir hier in so einem hellblau. Ich sage mal noch zu Ende hier. Und das hier. So, die beiden Dreiecke, von denen will ich zeigen, dass die beiden kongruent zueinander sind. Und ich weiß jeweils von zwei oder von jeweils einer Seite der beiden Dreiecke, dass die beiden zueinander kongruent sind, und zwar eben MB und MA. Und von noch einer anderen Seite und von dem Winkel, dem rechten Winkel hier, der größeren Seite jeweils gegenüber ist. Also das MA muss ja definitiv die längste Seite sein. Das siehst du an dem Dreieck hier schon, weil der Winkel hier, wenn der 90 Grad ist, dann können die anderen Winkel ja nur kleiner sein. Und wie gesagt, dem größten Winkel liegt auch immer die größte Seite gegenüber. Das heißt, aus den beiden Angaben hier kann ich jetzt schlussfolgern, lange Seite, kurze Seite, Winkel, das ist ja nur ein Spezialfall hier, in dem halt der Winkel auch genau 90 Grad ist. Aber der Satz besagt ja, dass das auch funktioniert für jeden Winkel, solange die Seite hier die längste Seite ist, oder im Umkehrschluss, solange dieser Winkel hier der größte von allen drei Winkeln ist. Okay, also aus den beiden Angaben hier und natürlich den Angaben, okay, wenn ich das wirklich vollständig machen will, muss ich auch hinschreiben, dass der Winkel, lass mal schauen, der Winkel MHA, der Winkel MHA ist ebenfalls kongruent zum Winkel MHB. Ist kongruent zum Winkel MHB. Okay, und aus den drei Angaben, die reichen ja genau aus. Es ist einmal die lange Seite, die kurze Seite und der Winkel. Aus den Angaben kann ich schlussfolgern, dass, so, und jetzt wechsle ich nochmal die Farbe, damit das alles hübsch aussieht,
dass das Dreieck MHB, das Dreieck MHB ist kongruent zu dem Dreieck MHA. Das mache ich mal in Rot, weil ich das auch in Rot eingezeichnet habe. Ist kongruent zu dem Dreieck MHA. Und daraus lässt sich jetzt schlussfolgern, mit Hilfe des Seite-Seite-Seite-Kongruenzsatzes, mit Seite-Seite-Seite, dass die Seiten BH und die Seiten und die Seite HA gleich lang sein müssen. Also die Seite BH muss kongruent sein zu der Seite HA. Zur Seite HA. Und ja, das ist im Endeffekt schon alles. Du brauchst also im Endeffekt nur zwei Kongruenzsätze, und zwar einmal den Seite-Seite-Winkelsatz und einmal den Seite-Seite-Seite-Satz. Oder, ja gut, man könnte sich vielleicht überstreiten, ob man den jetzt hier wirklich, man den hier wirklich anführen muss, wenn du einmal, ja wahrscheinlich eher nicht eigentlich anliest, als doof. Wir nehmen den mal weg. Im Endeffekt sagt Kongruenz ja sozusagen per Definition, ich schreibe mal lieber hin hier, ich schreibe mal P.D hin, oder per Definition, wenn zwei Dreiecke zueinander kongruent sind, heißt das ja, dass alle Seiten gleich lang sind und dass alle Winkel gleich groß sind. Also ja, vergiss, dass ich hier Seite, Seite, Seite geschrieben habe, das war eigentlich unsinnig. Okay, ja, also wie du gesehen hast, eigentlich gar kein wirklich schwieriger Beweis. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht hast du es sogar vorher auch schon ohne mich so hingekriegt. Das wäre natürlich klasse.